Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, welches sich um Adobe Photoshop CS5 dreht. Heute kommen wir zu einer Besonderheit der neuen Version Adobe Photoshop CS5. Und zwar möchte ich eine Transformation bzw. eine Verformung machen. Früher musste ich das immer machen, indem ich hier auf Transformation gehe und dann zum Beispiel auf Verkrümmen, um meinen Körper hinzubiegen, aber das ist ja auch nicht das Richtige. In der Version CS5 hat Adobe ein tolles neues Feature angebracht und ich habe hier das Skelett und werde das mal zeigen. Und dieses Feature nennt sich die Verformung und zwar die Marionettenverkrümmung. In manchen Versionen von Adobe Photoshop wird es in dem Menü sogar noch Marionettenverkrümmung genannt oder Marionettenverformung. In der Version CS5 kann ich über den Dialog bearbeiten, das Formgitter aufrufen. Okay, das mache ich jetzt mal. Ich drücke auf Bearbeiten und wähle hier den Dialog Formgitter. Zu diesem gibt es leider keinen Shortcut. Und wenn ich mir jetzt hier das ansehe, sehe ich, dass dieser Körper jetzt ganz viele einen Gitter bekommen hat. Wenn ich mir meine Hintergrundebene ausblenden lasse und diese Sache abbreche, sehe ich auch, dass ich diesen Körper freigestellt habe. Also nochmal Bearbeiten. Und dann auf das Formgitter. Um diese Option zu machen, brauche ich einen Alpha-Kanal, weil wenn ich etwas Ganzes verforme, hat das ziemlich wenig Sinn. Und nun habe ich dieses Verformung. Und als erstes muss ich jetzt hier ein paar Nadeln setzen. Und zwar an den Stellen, an denen ich die Formung machen möchte. Nehmen wir an, ich möchte jetzt hier das untere Teil etwas nach rechts strecken. Da kann ich jetzt hier mit einer sogenannten Nadeln solche Pins dran machen und diese ganz einfach hier an die Stelle setzen, wo ich die Verformung haben möchte. Die Pins behalten des Weiteren auch noch etwas die Stabilität. Und ich kann hier auch eine Pin-Tiefe einstellen, oben im Menü, und da nochmal etwas machen. Die Ausbreitung mit dem Gitter ist 1, 2, 30 Pixel, aber meistens reichen so 2 Pixel des Gitters. Ich gehe nochmal zurück. 1 Pixel Ausbreitung passt. Wunderbar. Okay, jetzt habe ich natürlich meine ganzen Pins, die meisten verloren, und setze die nochmal an die Stelle. Jetzt möchte ich hier etwas verformen und dafür geht das ganz einfach in der Version CS5. Ich muss einfach nur hier mir einen Pin nehmen, den anfassen und dann kann ich hier schon mit dem Verformen beginnen. Das Wichtige ist, dass die Pins sich selber in Ruhe lassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Fuß verformen lasse, kann ich einfach hier einen Pin nach oben strecken. Wenn ich fertig bin, drücke ich wieder hier oben auf Fertig. Und habe hier mein Resultat. Jetzt sehen wir hier wunderbar sowas davor und sowas jetzt. Also davor und so sieht's jetzt aus. Das sieht schon ziemlich realistisch aus. Das gleiche kann ich natürlich auch mit anderen Sachen machen, zum Beispiel im Kopf. Ich drücke hier nochmal auf das Formgitter, mache hier ein paar Punkte. Na. Und möchte jetzt den Kopf etwas auf die Seite strecken oder etwas abheben. Das geht natürlich schwerer, weil ich jetzt hier unten den Körper nicht gewählt habe und ziehe jetzt den Kopf nach rechts oder nach oben oder weiter nach links. Man sollte aber darauf achten, dass bei diesem Formgitter die Sachen realistisch bleiben. Und dann sieht das Ganze bei mir jetzt so aus, bei diesem Skelett. Ich zoome nochmal etwas ein und sehe dies. Jetzt möchte ich die Technik nochmal im Einzelnen erklären. Als erstes drücke ich auf Bearbeiten und dann auf das Formgitter. Photoshop zeigt mir jetzt ein Formgitter an, was ich natürlich hier oben etwas verfeinern kann. Nun setze ich meine Punkte, und zwar die Punkte, mit welchen ich verformen möchte, und des Weiteren ist, diese Punkte werden nicht
Nun kommt es darauf an, dass ich mir einen Punkt nehme und diesen verkrümme. Wichtig ist es aber, dass man weiß, in welche Richtung man verformen möchte. Möchte ich jetzt zum Beispiel hier den Oberkörper verformen, setze ich hier noch ein paar unten ein paar Punkte, damit das Gitter stabil bleibt, und setze jetzt hier nach oben eher die Formen. Also so zum Beispiel. So. Dann geht es nach unten. Möchte ich nach oben zum Beispiel verformen, über Bearbeiten, Formgitter, setze ich natürlich die entsprechenden Nadelpunkte auf dem oberen Bereich des Körpers, damit dieser nicht verformt wird. Also machen wir hier oben nochmal ein paar Punkte. Dann bleibt der Oberkörper eher unversehrt. Und jetzt zeige ich zum Beispiel, möchte ich das ganze Becken abspreizen, dieses Skeletts. Und ziehe jetzt einfach hier unten ein bisschen rum. Jetzt sehe ich, dass sich die Arme sich bewegt haben, das möchte ich nicht. Drum setze ich hier bei den Armen noch ein paar Punkte. Und diese Pin-Punkte sagen wirklich auf, dass an den Pin-Punkten sich nichts bewegen darf. Das ist wie eine diese Marionettenverformung schon selber aussagt, eine Marionette, und da, wo sie dran gepimpt ist, kann sie sich nicht bewegen. Das macht das Ganze natürlich auch teilweise etwas lästig. So, jetzt ziehe ich das hier nach oben und bin eigentlich schon ziemlich zufrieden und habe das ganze Becken nach links getan. Menschlich sieht das jetzt natürlich ziemlich komisch aus. Das war ein kurzer Einblick in die Verformung. Und früher musste ich dann natürlich zu dem Verflüssigungsfilter greifen oder zu Techniken wie Verkrümmung. Das macht natürlich diese Marionettenverformung oder diese Gitterverformung, wie sie jetzt genannt wird, dieses Formgitter wesentlich einfacher. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, und wie immer könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben mit eurem Feedback oder eurer weiteren Frage an video@tch-support.com. Oder natürlich auch online auf Facebook uns besuchen auf facebook.com/tchsupport. Und vergesst nicht, wenn euch dieses Video gefallen hat, es zu kommentieren und uns zu abonnieren. Viel Spaß mit Adobe Photoshop und dem Formgitter und der Verformung wünscht TCH Support.